Ich muss irgendwie das da aufbekommen. Hallo. Link. Mann. Ey, habe ich gesagt, willkommen zum neuen Part? Ich weiß gar nicht, ob ich Tschüss gesagt habe. Willkommen zu einem neuen Part von Wind Waker HD. Wir sind heute wieder hier mit dem mediterranen Lapscher. Und wir wollten hier eigentlich irgendwie durchkommen, aber bis jetzt haben wir keine Idee. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Mit dem Midi-Link. Ich habe hier neuestens auch herausgefunden, dass es einen Link-Lee gibt. Einen weiblichen. Ich weiß, ich bin nicht in dieser... also nicht mehr so krass in dieser Nintendo-Schiene drin. Ich habe mir damals immer jedes Nintendo Direct-Video angesehen. Jedes einzelne Nintendo Online-Video, wo der... Ach du Scheiße, was ist hier los? Was ist... Ist das aber nicht der Gegner, ne? Nein. Der ist einer unter uns. Der ist einfach durchgekommen, oder? Oh, oh Scheiße, der hat mich einfach weggeballert. Das ist doch nicht möglich. Ah! Der berührt mich einfach die ganze Zeit. Zum Beispiel jetzt habe ich hier null. Moment, ich muss mal kurz auf die Items. Warte, der pausiert ja noch nicht mal. Bleib stehen! Bam, 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 bam. Es ist der Tod oder wie? Das kann doch nicht angehen. Komm, ist der nächste. Immer mehr. Oha, wie viel gibt's denn noch? Leute, was ist hier los? Warum? Was habe ich euch getan? Ich hab's gesehen, Bomben sind die Lösung, ne? Alles klar, alles klar. Das Geld will ich aber mitnehmen. Oh, scheiße. Okay. So kann man sich das merken. Einfach draufballern mit der Bombe. Hey! Ach, du hast einen Mann hier. Kann auch zusammenkommen. Ja, man, der kann zusammenkommen. Er kann zusammenkommen. Lass mal wieder rumschleudern. Bäm. Wo ist der Kopf? Nein, was machst du da, du kleiner Bastard! Hey! Oh! Hey! Was ist das für ein Lied überhaupt gewesen? Was ist das für ein Lied? Der Lied hört sich geil an. Ich mach dich zur Sau. Zur Sau mach ich dich, du kleiner Huren. Bock, Bock, Bock. Da. Okay. Mach ich nicht, du kleine Sau. Nein! Kleiner Penner, komm her. So, jetzt kann ich das draufballern. Bäh! So, so macht man das. Was ist jetzt? Mhm. Der Dungeon Map ist jetzt recht kurz gehalten, ne? Wenn ich das so vergleiche mit diesem hohen, großen Baum. Aber guck mal, ich habe so wenig Energie, Leute. Ich habe noch nicht mehr so viel. Wie viel Leben habe ich überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe gerade mal 8. Ich dachte, ich habe die erste Reihe voll, aber da mir fehlen noch 2. Bin ich für ein Armleuchter? Balla, 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 balla. Und der Spiegelschild. Ah. Jetzt kann ich auch mit Link das machen. Ja, wie kann ich auch? Kann ich auch irgendwas anstrahlen oder so, du? Irgendwas, was sie anstrahlen muss vielleicht, du? Da würdest du mir vielleicht mal so einen Tipp geben? Irgendwas Auffälliges? Da. Moment. Der Mond, der muss auch... Oh, der Mond wird zur Sonne. Gut, jetzt kann ich auch mit Link was anstrahlen. Das ist doch super duper. Das heißt, wenn Kaori, Meduli, sorry, warum sage ich immer noch Kaori? Oh, diese kleinen Bastarde. Diese kleinen Bastarde. Ich glaube, jetzt kann ich die auch mit... Du Scheiße, was passiert? Kann ich die Dinger auch mit... Komm her.
Was ist mit denen jetzt los? Ah, jetzt kann ich hier angreifen. Das ist perfekt. Den jetzt auch? Was macht ihr für die kleine... Ah, hilf mir, ich kann mal sehen. Die konnte aber davor sehen, du kleiner Bastard. Du deine scheiß Augenblick. Okay, wer lebt noch? Du setzt hier zu. Sehr gut. Ja. Behalte ich jetzt das Schild? Ist das wirklich so gut? Wo ist aber... Meduli. Meduli, komm doch her. So, okay. Da wir jetzt sie hier haben, kann sie von da hierhin strahlen. Dann können wir von da nach da strahlen. Ist das nicht gut? So habe ich das auch gedacht. Aber natürlich kann die nicht hochfliegen. Sie ist so inkompetent. Die hat schon Flügel, aber nicht alleine fliegen. Dann muss ich die erstmal steuern. Ist das geil. Gut. Moment. Das will ich jetzt einmal machen. Nein. Egal. Da. Okay. Strahlt ja auch so weiter. Ja, die macht so weiter. Das ist gut. Muss ich den Strahl noch finden? Okay, perfekt. Ich muss hier hin. Okay, hier ist der Strahl, da muss ich... Nein, nach da gucken. Das ist einfachste Physik, mein Gott. So. Ja, wenn da nur so ein scheiß Amulett oder so ist, dann hau ich dich. Oder was weiß ich, was da ist. Ja, dann könnte ich kotzen, Mhm. Hallo. Hallo. Was ist los da? Mach doch jetzt. Mach doch jetzt hin, Link. Da. Und es werde verpulvert. Und es werde nur ein 5er Rubin. Ich weiß nicht, was der Sinn an diesem Spiel von Nintendo ist. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock immer. Immer das neu zu machen, darauf habe ich eher wenig Lust. Das ist so ein Ding bei Nintendo. Du musst. Oh, scheiße. Wenn du etwas. Wie heißt's? Über irgendwas knobelst. Wo ist sie jetzt? Und dann das Ergebnis raus hast. Ich weiß, das ist nicht immer so. Da hat man für eine Zeit lang schon. Sag ich mal, ausgeharrt. Mit dem Rätsel. Also dann bist du für eine Zeit versorgt, wenn du weißt, wie es geht, dann kann man das Spiel eigentlich recht durchmachen. Und worüber ich reden wollte. Mit euch. Hallo. Stellst du dich mal bitte hier hin. Genau hier. Drehst du dich bitte um. Oh. Nicht Bombe, nicht Bombe. Kaori, geh weg. Meduli, geh weg. Ah! Und die juckt das natürlich rein gar nicht. Dann eben... Hey, muss ich mal die Sonate spielen? Warum ist... Das ist doch unnötig Stress. Nintendo, guck mir in die Augen. Mach Schamalamala. Warum fliegst du jetzt? So, mach ich so. Ne? Bist du zufrieden, ne? Hey, ist das doch... Ja. Mach die Scheiße auf. Mach die Scheiße. Da ist nur Geld drin, aber wenigstens Geld. Ich brauche ja Geld. Für die Auktion brauche ich ein bisschen Money, weil man kann da viel holen. Man kann da zum Beispiel nicht nur das... Dings, das Segel holen. Das Super Speed Segel, sondern auch ein Herzteil. Und ich glaube auch so eine Flasche oder so. Auf jeden Fall brauche ich das... Ach, bitte, sag mir nicht, dass das ist. Mein Gott, was ist falsch mit dir? Nix, Sig. Manchmal muss ich dich holen. Du läufst... Ich lass dich vielleicht einen Meter hinter der Tür. Dann läufst du direkt zurück. Warum? Das ist genauso wie mein Fahrlehrer. Da fragt mich auch so 1000 scheiß Dinge, warum ich das gemacht habe. Denkst du, ich kenne die Antwort? Ich habe es einfach gemacht, weil ich es gemacht habe. Ich kann es anders nicht. Nein. Ist das nicht geil, du? So, und jetzt? Da. Ich lass mal hier eine Bombe liegen, Moment. Nein! Nein! So. Ja.
Verdammt, hätte ich da reingekonnt. Egal. Hm, da oben, okay. Das kann ich jetzt machen. Nein, Link. Link, nicht ballern! Ja. Wie? Okay, dann brauche ich Kaori. Wo ist sie? Warum sage ich mal Kaori? Modeli. Modeli. So, wo ist sie? Ich hab die einfach da reingeschmissen. Was bin ich für ein Typ? Will er mal gucken, was da oben ist. Ich hätte da, glaube ich, mit da reinfliegen können. Kann das sein? Und hier ist was, bitteschön? Nix. Das ist natürlich hervorragende Leistung. Bitte du bleiben so. Bitte du bleiben. Sie bleiben so. Halleluja. Gut. Was mache ich jetzt? Immer diese Kackposition. Immer diese verhunzte. Ja, okay, das mach. Komm. Link. Link Lee. Doch nicht. Da. Ich bin jetzt so dumm zu zählen. Hallo. Jetzt. Ich habe nämlich vor kurzem mit meinem Bruder angefangen, ein Kirby Dreamland. Nee, warte. Nightmare in Dreamland aufgenommen. Man kann das nennen, wie man will. Together, Marshmallow kann man das nennen. Ne? War jetzt Witz. Könnt ihr lachen. Aber wir haben da über ein bestimmtes Thema geredet. Oder ich. Oder mir ist eins aufgefallen. Und zwar Skill. Bei welchen Spielen ist Skill benötigt? Oder bei welchen Spielen kann man sagen, dass das ein Skillspiel ist? Oder nicht nur halt vom Skyrim halt skillen, sondern halt auch, dass man Skill benötigt. Dass du zum Beispiel auch ein bestimmtes Level nur schaffst, nicht nur mit den Erweiterungen des Spiels, die du über das Spiel... Wo ist jetzt die Kakao? Maiduli. Sondern das Spiel auch... Wo ist sie jetzt? Hä? Hä, wo hab ich jetzt lassen? Wo hab ich jetzt gelassen? Wo habe ich die jetzt ehrlich jetzt, hallo, bist du behindert? Ich habe die jetzt nicht da oben gelassen, oder? Wenn du da oben bist, dann komm bitte... Komm runter, du Hässliche! Mein Gott! Wie ist sie da oben hingekommen? Warum überhaupt? Maiduli, ey! Das ist ja wie im Kindergarten. Ich weiß ja... Ja, komm jetzt... Ja, fall runter. Oh, das ist geil. Ich fall runter. Hätten wir sparen können, aber nein, ich falle runter. Mit diesen Kackmusik. Das ist zwar nicht stressig, zum Beispiel. Das ist zwar nicht stressig, aber trotzdem ist das nervig. Nervig. So, du greifst sie unterm Rock. Und dann geht's weiter. Öffnen. Ich weiß, ich habe viel jetzt über das Level verpasst. Muss ja nochmal auf das zurück, aber jetzt haben wir es. Jetzt muss ich spielen. Was zum Fick? Mein Gott, kommt her. So, haben wir zum Beispiel als Beispiel, nehmen wir Kirby's in Dreamland. Wenn ich behaupte mal, das Spiel. Was ist das überhaupt für ein. Ich kann die Noten gar nicht lesen, mein Gott. Jetzt. Das ist die letzte. Ja. Perfekt. Des Terra Gottes. Und jetzt? Hurra! 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 Tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wir gehen jetzt mal weiter mit... Meduli, was ist denn hier los? Oh, scheiße, kann man runterfliegen. Nein! Nein! Du lässt mich jetzt in Ruhe. Gut.
Und zwar Skillspiele. Kirby's Nightmare Dreamland. Ist das ein Skillspiel? Ich und mein Bruder sind uns einig. Ich denke ähnlich, denn das ist ja nicht umsonst für Kinder ausgelegt, das Spiel. Man hat da eine Kindheitsabstufung, glaube ich, 0 Jahre. Und auch als Erwachsener kann man ja ohne irgendwie großes Spiel leisten zu können. Man hat da auch nur 2, 3 Tasten, die man betätigt. Einmal dieses Bewegen, sage ich mal als eine, das Steuerkreuz. Und springen und angreifen, mehr hat man da gar nicht. Als Kirby hat man da saugen und angreifen, keine Ahnung. Wow. Aber trotzdem, das ist einfach nix Aufgabe. Aber da hat man auf der anderen Seite so Spiele, die wo man auch nur so Tasten hat. 2 Tasten, 3 Tasten, aber die man schon als mehr als Skillspiele bezeichnen kann. Zum Beispiel Autorennspiele. Zum Beispiel Mario Kart, da hast du nur, wenn man mal das Item abschießen und weglassen. Ich weiß nicht, inwiefern das, sag ich mal, zum Skillen oder ob das ich bezeichnen kann. Hat man ja nur Gas geben und lenken. Und natürlich das Driften. Das ist davon. Ich denke schon, dass Driften schon wichtig ist, um gutes Mario Kart zu spielen. Ja, das ist sehr, sehr notwendig, meiner Meinung nach. Da passiert nichts. Ich glaube, ich gehe mal erstmal aus. Ja, ich muss sie natürlich mitnehmen, mein Gott. Diese Heulsoße. Ey. Fame. I wanna live forever. Aber nehmen wir mal RPGs zum Beispiel. Sind das Skillspiele? Braucht man das Skill? Natürlich, man kann das skillen. Ach du Scheiße, komm her, du kleiner Bastard. Was mache ich da? Ja, komm, nimm. Ha, du kleiner Hurendon. Ey, was passiert hier? Was passiert hier? Komm her, nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm. Der kann die ja zurückschmeißen, ne? Dieser kleine Hurensohn. Ah! Okay, Moment. Moment. Ja, echt drüber fliegen, aber sogar haarscharf. Alles klar, dann können wir das sogar. Ah, hier ist ein Spiegel. Kann Link sogar. Was ist Link für ein Hulk? Warte, das machen wir mal kurz. Ich weiß nicht, inwiefern da was bringt. Wir haben auch kein Licht. Obwohl, das können wir jetzt reinballern. Was ist dann? Das ist die heilige Frau. Oh, okay, das ist doch gut. Und dann sind wir wo bitte? Ich nix sehen. Waren wir da gerade? Kinder, Kinder, Kinder. Das ist. Schreitet. Oh, ich wäre fast ohne dir gesprungen. Das wäre mein Tod gewesen, Kinder. Aber nimm mir mal zum Beispiel Skyrim, ne? Du kleiner Hurensohn, du kleiner Hurensohn. Ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen. Gib mir sie wieder. Gib mir sie. Nein! Und jetzt? Hey, wie soll ich rüber, Alter? Ich kann nicht. Sick, komm, spring hoch. Wie soll ich nur ohne sie leben, Kaori? Wo bist du? Tu mir das doch nicht an. Tu mir das doch nicht an. Moment, ich versuche mal so lange ohne sie. Also soweit ich kann, ohne sie zu machen. Aber wenn ich jetzt brauche, weil jetzt eine Partneraufgabe kommt, dann fange ich an zu heulen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Kann sogar durch, also muss sogar durch, ohne berührt zu werden. Ah, okay, ich verstehe. Man bekommt aber sogar auch keinen Schaden. Oh, ein Schlüssel, hurra! Und natürlich ist alles ist natürlich verschwunden, wenn wir hier rüber gehen. Das ist. Oh, verdammt, der hat mich fast genommen. Ah, weg, weg. Oh. Guck
Guck mal, der hat mir fast an die Fresse. Der hat mir sogar den gerade an die Fresse geworfen. Unerhört. Jungs, wenn hier Jungs gerade zuschauen, können wir ein lustiges Thema reden. Ja, ich bin in einem Alter, wo es jeden interessiert. Aber das machen wir in einem nächsten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Bis dahin und tschüss.